Das ist jetzt so die beste Kameraeinstellung, die ich finden konnte, ohne mein Leben zu gefährden. Was doch super, oder? Ich am Kackbus. Wir haben bestes Wetter. Hast du eigentlich einen Regenschirm? Ja. Mit? Das geht der ja nicht an, du Arsch. Ich hoffe, die Kurven könnt ihr gut vertragen. So Leute, jetzt fahren wir durch den Tunnel. Ich bin total fasziniert von Tunneln. Scheiße. So, jetzt kommen wieder Kurven. So Leute, grüßt euch. Ich bin hier backstage in Interlaken. Sorry, dass das Bild scheißen ist. Das liegt daran, dass ich eigentlich dieses brandneue Handy, brandneu, das habe ich mir extra nur geholt zum Streamen, natürlich nicht funktioniert. KS Lost. Und bevor ich euch backstage zeige, ich hoffe, das WLAN hält, zeige ich euch erstmal kurz, wie der Saal aussieht, bevor Einlass ist. Oh shit. Grüezi. Ihr seid schon hier. Ich dachte, Einlass ist erst um 7:30. Findet heute eine Show noch statt? Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich fahre nach Hause. Also Leute, guckst du hier. Hier trete ich auf in Interlaken, im Kursaal, Kurkongress, Dingenskirchens. Das bleibt auch so bis 8 Uhr. Das ist der Sicherheitsabstand. Ob ich Foto machen soll? Ja, kostet Geld, aber komm her. Wir sind in der Schweiz, hier ist nichts umsonst, oder? Aber du musst 1,5 Meter Abstand, ne, in der Schweiz. Wieso muss ich ein Foto mit meinem Handy machen? Das musst du doch mit deinem Handy machen. Grüezi. Yeah. Rechnung kommt später. Ist gut. Komm mal her. Ja, klar. Aber wir müssen die 1,5 Meter. Soll ich hier oben bleiben und du machst ein Foto von da unten? Ich möchte einfach eins so und dann eins mit. Und dann noch eins. Wie viele Fotos willst du machen? Album? Selfie. Yeah. Viel mehr. Was ey? Könnte es ein 1,5, sind keine 1,5 Meter. Pass auf, ich werde verklagen. Willkommen zum Superspreading-Event, meine Damen und Herren. Ich wollte eigentlich nur Backstage zeigen und jetzt bin ich direkt von den Leuten, aber jetzt muss man auch, wenn man da ist, dann muss man da ein Foto machen. Ich würde mal sagen, es sind so circa 100, 200 Leute da und nur 2 Leute wollen Fotos und Autogramme. Das war's. Bis gleich! Oh Scheiße, ich muss hier so ein Böppel. Ich komm nicht, du kommst nicht rein. Ich komme in meine eigene Garderobe nicht rein. Alter. Ah nee, doch, ich hab das Ding. Ich zeig euch mal ganz kurz meine Garderobe. Eine schwarze Couch, machst du Castings? Nee, die Zeit ist vorbei. Hey Schatz, willst du mal Backstage kommen? Komm mal, komm mal, ist kein Problem. Komm rein, gehen. Nee, du brauchst keine Angst haben. Nee, ich bin da verheiratet. Da auf die Couch. Das ist eine schöne, saubere, saubere, moderne Garderobe. Warum ist das eine schöne Garderobe? Erstens, sie ist sauber. Sie ist aufgeräumt. Sie hat ein Badezimmer. Ist nicht selbstverständlich, wenn du Backstage bist. Und die Toilette funktioniert. Wow. Und noch besser als das Klo. Hey Pippi, zieh dich an. Die hat eine Dusche. Wow. Ich habe sie vorhin auch benutzt, sie funktioniert. Schau mal hier. Eine waschechte Jura, oder? Das ist unglaublich, aber eine Jura. Das ist bestimmt eine super Kaffeemaschine, Jura Schweizer Marke. Ich bin mir absolut sicher, es ist eine Top-Kaffeemaschine und ich habe sie den ganzen Tag nicht zum Laufen gebracht, weil ich habe keine Ahnung, wie das Ding angeht. Ich habe hier auf alles drauf gedrückt. Ihr seht also, Kaya ist auf Lost in Real Life. I don't have a clue, wo das Ding angeht. Ich habe wirklich überall geschaut. Nix. Oben hinten ist ein Druckkopf auf unserer Jura-Maschine. Da ist nichts, Leute. Da ist wirklich gar nichts. Ich weiß wirklich nicht, wo das Ding angeht. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, da ist kein Druckkopfknopf. Da ist. Hello! What the fuck? Das Ding war eben noch nicht da, ich schwör's! Warte, ich mach mal die Kaffeemaschine aus dem Bild, damit sie mich nicht irgendwie meint, dass ich zu doof bin, sie anzuschalten. Besser? Die nehme ich nachher mit, die sind teuer in der Schweiz. So ein Ding kostet 1 Franken. 1 Franken. Ihr seht also, hier sind 50 Franken drin. Die Dinger kosten 50 Rappen. Also ihr seht, wenn ich das ja alles mitnehme,
Dann habe ich schon mal 100, 150 Franken. Was übrigens auch sehr nett ist vom Kongress Center Kursaal Interlaken, ist das hier. Lecker. Hast du zwei Banane? Nuss? Nuss, Nuss, Apfel, diese. Hier war Schöckeli drin. Guck mal. Das ist das Ergebnis. Schöckeli ist weg und das gesunde Zeug liegt immer noch da. Was haben wir noch? Sitzmasken? Das hier sind, seht ihr selbst. Was könnte das für ein Kasten sein? Oh. Das hier übrigens ist mein Mikrofon. Hier. Nicht das, das. Ich meine, das kann man ja probieren als Mikrofon. Hallo Leute! Wir gucken mal ganz kurz um die Ecke. Kuckuck! Wollt ihr Föteli machen? Komm, komm schnell! Komm schnell, schnell, schnell! Komm schnell, 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 schnell! Ich stream live auf Twitch, das ist okay. Kennt ihr Twitch? Ja. Wieso habt ihr das Licht ausgemacht? Wieso habt ihr das Licht ausgemacht? Ihr seid rangekommen und habt das Licht ausgemacht. Könnt ihr es wieder anmachen? Wir haben einfach das Licht ausgemacht. Könnt ihr Folgendes machen, wenn die Show euch gefällt, sagt ihr es weiter? Ja, natürlich. Und wenn nicht, dann sagt ihr den Dylan, der bringt es nicht mehr. Bist du nervös vor den Auftritten? Nein. Ich freue mich. Stellt euch das vor, als ob ihr euch abends bereit macht, auf eine schöne große Party zu gehen. Das ist ungefähr das Gefühl. Jetzt zockt doch endlich. Komm. Versuchen, das Ding anzumachen. Machst du mal eine Show auf Twitch? Ich habe mir so ein Angelcamp überlegt. Ich dachte, ich mache was Originelles. Hattest du auf der Bühne schon mal ein Blackout? Einmal? Sehr, sehr viele Blackouts. Und das Gute ist, du brauchst dann irgendwie so einen Notfall-Joke. Du musst irgendwie so ein paar Witze immer parat haben. Man muss dich nachts aufwecken können und sagen, Joke! Klopf, klopf, ja, noch 5 Minuten. Nee, noch 3. Wir haben 19:57 auf meiner Uhr. Was ist denn in der Kaya-Box? Wieso? Ach so! Also meine ganzen Witze sind da drin. Oh, scheiße. Habt ihr gerade meine Sünden gesehen? Delicious. Okay, ich habe keine Ahnung, was ist die Veranstalterbox? Ich weiß nicht, was... Kaffeemaschine, Hafer, Bügeleisen mit Bügelunterlage, Decke, Kleiderbügel, 3 Stück, Mappe mit Beschriftung, Quittung, AK-Tickets, Abendkassentickets, Verbandsmaterial, weil ich öfter mal auf die Fresse falle, Taschenlampe, eine Rolle Gaffer, Wanduhr, Autogrammkarten und Edding, zusätzlich Feldbett. Das steht da hinten, weil der alte Mann muss sich ab und zu hinlegen. So, wir haben eigentlich 8 Uhr, ich muss auf die Bühne, Leute, kann das sein? 20:01 Uhr. Scheiße. Guck mal hier, 5400 Leute auf Twitch und nur 1000 im Kursaal. Ich bin doch nicht blöd. Ich streame weiter. So Leute, ich muss wirklich auf die Bühne. Die warten. Das ist sehr unhöflich. Man lässt die Leute nicht warten. Die haben jetzt ein Ticket gekauft. Die sitzen dort, haben die Maske angezogen. Und jetzt ist 20:03 Uhr. Wahrscheinlich gucken jetzt auch alle Twitch und sagen, nein, stream weiter. Die Leute haben einfach ein Ticket gekauft, sitzen hier, gucken mir einfach 2 Stunden auf Twitch zu und gehen danach und sagen, keine Show. Ich sag's mal so, solange der Produktionsleiter mich nicht abholen kommt, scheißegal, oder? Ja! In 5 Minuten? Ja. Okay. Ich komme in 3 nochmal zurück. Du kommst in 3 nochmal zurück? Ja. Gut. Hier auf Ende drücken, ne? Wo ist das? Es ist wie bei der Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, wo das Ding an- oder ausgeht. Bist du sicher? Was denn? Die Kaffeemaschine? Hä? Ich komme wieder.